Mit dem Programm der heutigen Adventsmatinee, meine Damen und Herren, wollen wir 500 Jahre nach der Reformation an Martin Luther erinnern. Bewusst also als fromme Zäsur in den Alltag des Universitätsbetriebs gesetzt und zu verstehen als Bekenntnis einer modernen technischen Universität zum kulturellen Erbe ihres Landes, ist die Adventsmatinee heute gleichzeitig der Auftakt unseres 150. Gründungsjubiläums. Umso mehr freuen wir uns über ein prächtiges Publikum. Allein schon der Anblick entzückt. Jung und alt, die Studierenden mit ihren Hoffnungen, die Ehemaligen mit ihren Erinnerungen, die Mitarbeiter und Professorenschaft mit ihren Träumen, die Stifter und Mäzene mit ihrer Großherzigkeit, die Abgeordneten und Ministerialen mit ihrer kerngesunden Einstellung, dass diese preiswürdige technische Universität immer preiswert ist, auch wenn noch so hochpreisig. Heute spielen wir zweimal, meine Damen und Herren, vor vollem Haus und erreichen damit fast 5000 Menschen, die uns anzunehmenderweise wohlgesonnen sind, sonst wären sie ja nicht hier. Ein schmuckes, generationenverbindendes Band, das sich um unsere Universität windet.